Sehr geehrten Damen und Herren, liebe Wensche, verehrte Gäste, ich weiß nicht, ob Ihnen das Jahr 1993 etwas sagt. Wahrscheinlich so spontan nicht, dem einen oder anderen vielleicht doch. Seit 1993 gibt es den dritten Kirmestag, den Fassbieranstich und das Feuerwerk. Und wir beide, Ernst-Peter Ernst und ich, stehen inzwischen 23 Jahre hier. Aber Peter, ich denke, du hast es, Hans-Peter, du hast es zur Kenntnis genommen, wir werden uns einvernehmlich trennen müssen, aber haben da auch kein Problem mit. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich. Schön, dass so viele nach hier unten gekommen sind. Ich hoffe, das Wetter bleibt auch einigermaßen stabil, jedenfalls heute. Mein besonderer Gruß gilt natürlich dem Hans-Peter Ernst, der gleich noch zu uns sprechen wird, dem landwirtschaftlichen Lokalverein, vertreten durch Manfred Hochert. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich nehme an, er wird hier sein, den Mitgliedern des Gemeinderates und allen anderen Gästen, die heute Nachmittag den Weg nach hier unten gefunden haben. Dass wir dieses Fest nun schon so viele Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, 200, weit in die 60 Jahre feiern können, kommt nicht von ungefähr. So ein Fest erfordert einen enormen organisatorischen Aufwand, an dem viele beteiligt sind. Zu nennen wären zunächst die Schausteller und Kirmesbeschicker, ohne die wird hier gar nichts gehen. Aber auch die Polizei, die Feuerwehr, das Deutsche Rote Kreuz und andere, die für unsere Sicherheit sorgen. Vor 23 Jahren kannte man noch nicht das, was man heute Sicherheitskonzept nennt. Ja, da wird Kirmes gefeiert. So war das damals, aber heute hat sich vieles geändert und wenn man sieht, wie viele Menschen dieses Fest besuchen, ist das sicherlich auch notwendig. All denen, die mitgeholfen haben, dass auch dieses Fest hoffentlich jedenfalls wieder ein voller Erfolg wird, gilt mein herzliches Dankeschön und sicherlich auch Ihr Dankeschön. Ja, vor 23 Jahren habe ich hier, glaube ich, mein erstes Kirmesgedicht vorgetragen und Sie erleben heute keine Premiere, sondern einen Abschluss, nämlich mein letztes Kirmesgedicht, übrigens im Wesentlichen verfasst, ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken, von meiner Tochter, die steht hier vorne links, die in dem gelben Kleid, jetzt ist ja da bestimmt peinlich, aber ist ja egal, man braucht als älter werden da schon mal die Unterstützung von Jüngeren und wie sagte sie mir so schön, beim Formulieren wäre ein bisschen Wehmut schon dabei gewesen. Stimmt doch, ne? Ich fange einfach mal an. Abends saß ich am Küchentisch und war dabei sehr wählerisch. Denn passende Worte musste ich finden, um sie zum Kirmesgedicht zu verbinden. Denn ein letztes Mal stehe ich auf diesem Podest, um zu eröffnen unser großes Fest. Gern habe ich das viele Jahre gemacht, und viele schöne Stunden hier verbracht. Auch gleich wieder, Leute, ist es soweit, in Wenden beginnt die Kirmeszeit. Ein letztes Mal werde ich das Fass anschlagen und würde mich auch über eine Bierdusche nicht beklagen. Mandeln und Lebkuchen riech ich schon und höre den typischen Kirmeston. Hier dreht sich, dort bewegt sich was, man spürt ihn schon, den Kirmesspaß. Daher will ich nicht länger reden schwingen, sondern den wichtigsten Satz vollbringen. Lasst uns gleich noch einmal die Becher heben, denn unsere Wensche Kermitze, sie soll leben. Ja.